Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch einen Bershka Try-On Shopping Haul. Ich habe ein bisschen im Internet bei Bershka geshoppt und bestellt. Meine Pakete sind angekommen, die stehen schon neben mir. Also wirklich richtig viel. Ich werde das Ganze jetzt mal anprobieren und schauen, ob was für mich dabei ist und euch die ganzen Sachen im Try-On-Haul zeigen. Damit wir bei unserer Tradition bleiben, gebt mir mal einen Daumen nach oben, wenn ihr lieber online shoppt und einen Daumen nach unten, wenn ihr lieber in die Läden bzw. in die Stadt geht und dort verschiedene Läden abklappert. Ich bin ja eigentlich eher der Stadtmensch, also ich mag es total gerne mit Freunden in die Stadt zu gehen und zu shoppen, aber im Internet bestellen finde ich halt auch was und mag ich auch total gerne. Aber ich würde sagen, ich bin schon total gespannt, was sich hier drin befindet. Und wir schauen mal rein. Also hier sind auf jeden Fall schon mal meine Jacken drin. Okay, das erste Teil ist diese super, super flauschige Jacke aus so einem Schafsfell. Die ist so, so weich und so, so kuschelig. Man muss dazu sagen, die Sachen waren alle runtergesetzt. Das heißt, ich habe im Sale geshoppt und habe dadurch eigentlich mega, mega viel gespart. Und so ist die Jacke, die ist eigentlich so, in der Kamera sieht es ein bisschen hell aus, aber in echt ist das ein dunkleres Rot. Und die ist halt so gecroppt, sage ich mal. Und ich wollte schon immer so eine Jacke haben. Ich war schon vor lange auf der Suche nach so einer. Und die hat 45 Euro gekostet, aber die war zum Glück runtergesetzt auf 15 Euro. Und dafür finde ich, ist es wirklich ein Megapreis. Und angezogen sieht die Jacke so aus. Das nächste Teil ist die gleiche Jacke nochmal. Allerdings in einer anderen Farbe und zwar in so einem schönen Beige. Und die ist halt auch so ganz kuscheliges Schaffell. Und die ziehe ich auch mal an. Ich habe mir gleich zwei bestellt, weil ich schauen wollte, welche Farbe mir besser steht bzw. mir besser gefällt. Und die anderen schicke ich dann natürlich zurück. Das bedeutet, ich behalte nicht beide oder nicht alle. Ich finde diese Jacken mega, mega bequem. Also ich finde die mega geil. Und ich finde, die sehen halt auch voll geil aus und die sind wirklich dick. Also ich dachte jetzt nicht, dass die so dick sind, aber ich denke, die kann man jetzt auch eigentlich tragen. Okay, das war auch schon der Inhalt vom ersten Paket. Und jetzt schauen wir mal, was sich hier im zweiten Paket befindet. Okay, hier drin haben wir direkt die zweite Jacke. Und zwar ist das auch wieder so eine mit Fell. Allerdings ist die etwas dünner, also das ist keine richtig dicke Jacke. Das ist halt eher so eine dünnere. Die ist halt auch so eine Art von Schafsfell, aber halt deutlich dünner. Und in rosa diesmal. Und der Preis hier war 39 Euro, aber auch diese war auf 15 Euro runtergesetzt. Das nächste Teil ist dieser super süße Rock. Der ist in so einem Cord und hat hier so einen Reißverschluss von oben bis unten. So einen Rock wollte ich schon immer mal haben. Ich fand den mega, mega schön. Und Röcke generell habe ich gar keinen. Ich habe nur ein Kleid, zwei Kleider. Also solche Basic H&M Kleider. Aber einen Rock habe ich tatsächlich noch gar nicht. Und ich bin eigentlich nicht so der Typ für einen Rock. Aber ich wollte das mal ausprobieren. Und der war auch, der reguläre Preis war bei 17 Euro. Beziehungsweise 18 Euro. Aber auch dieser Rock hier war runtergesetzt auf 6 oder 7 Euro. Okay, der Rock sieht so angezogen aus. Man muss halt sagen, der passt jetzt nicht so optimal dazu. Aber den würde ich dann natürlich auch anders kombinieren. Und ich finde den halt einfach wirklich voll schön. Als nächstes haben wir so eine Jeggings, würde ich sie fast nennen. Und zwar hat sie so ein ganz spezielles Muster. Generell meine ganzen Hosen, die ich mir jetzt bestellt habe, sind keine Basic Jeans. Also sind jetzt nicht so schwarz, blau, whatever. Sondern die haben alle irgendein cooles Muster oder irgendeinen coolen Schnitt. Und diese hier hat halt dieses, ich weiß nicht, wie man dieses Muster nennen soll, aber halt so ein buntes Karo-Muster. Fast so wie so ein Schottenrock oder so. Auf jeden Fall ist die etwas high-waist geschnitten. Okay, ich habe die Hose jetzt an. Man muss sagen, die Muster passen jetzt nicht ganz so gut zusammen. Aber ja, das ist die Hose. Und das ist halt so ein typischer Jeggings-Stoff. Und die ist halt relativ high-waist, also sehr high-waist. Ich weiß halt nicht, was ich zu dem Schnitt bzw. zu dem Stoff sagen soll, weil der ist etwas gewöhnungsbedürftig. Gefällt mir die Hose eigentlich ganz gut. So, ich habe die Hose jetzt nochmal mit einem anderen Oberteil angezogen. Man merkt schon, die Hose ist halt wirklich sehr high-waist. Und mit dem Oberteil finde ich sie eigentlich voll geil. Machen wir weiter mit der nächsten Hose. Und das ist diese hier. Das ist eine etwas extremere Hose, würde ich sagen. Und zwar ist es diese hier in diesem Camouflage-Muster. Die hat halt hier oben so eine Schärpe und das finde ich so unendlich hübsch und so geil. Und gekostet hat die 20 Euro und ist somit eigentlich auch das teuerste von meinem ganzen Haul.
das nächste ist diese Paperback-Hose. Die ist halt so grau-weiß gestreift und hier oben hat die auch so mega schön bunt mit Schleife. Der Preis bei der war auch bei 19 Euro, aber die war runtergesetzt auf 10 oder so oder auf 7. Die letzte Hose, die ich habe, ist so eine Jeans in schwarz. Aber das Besondere an der ist halt, dass die so gestreift ist und die ist halt auch High Waist. Kann man das sehen? Die hat halt hier solche Streifen. Das finde ich voll cool. Und ich glaube, die hat da auch ein Loch am Knie. Der Preis bei der waren auch wieder 20 Euro, aber die war runtergesetzt auf 10. Außerdem habe ich dann noch ein Oberteil. Das ist so ein kleines gecropptes blaues und es ist auch so geriffelt. Das hat halt hier solche Knöpfe und das werde ich jetzt zu der Hose anziehen. Das Oberteil ist halt hier so off-shoulder und das mag ich total gerne. Also solche Oberteile, die so geschnitten sind. Und ich finde, das ist auch mega schön. Ich kann den Originalpreis gerade nicht sehen, aber ich weiß, dass es im Sale 4 Euro gekostet hat. Und ich glaube, das behalte ich sogar. Das kann man halt auch mit so einem Bandeau-Top bzw. mit so einem schulterfreien BH tragen. Habe ich jetzt gerade nicht. Deshalb, egal, aber ich finde, so sieht das auch nicht schlimm aus. Ich finde, das sieht mega, mega schön aus und ich glaube, das behalte ich auch. Okay Leute, das war's mit meinem Shopping-Haul. Ich werde die Hälfte davon, glaube ich, zurückschicken, weil es mir jetzt nicht so gut gefällt bzw. auch nicht so gut passt. Wenn ihr mehr solcher Try-On-Hauls haben wollt bzw. sehen wollt, dann zeigt mir das doch mit einem Daumen nach oben. Und vergesst auch nicht abzustimmen mit einem Daumen nach oben fürs Online-Shoppen und einem Daumen nach unten fürs in die Stadt gehen und dort shoppen. Schaut auch super gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Dort heiße ich julia.x37, auf Instagram kreatis.live. Und dort spamme ich euch eigentlich so gut wie jeden Tag in der Story voll und nehme euch einfach ein bisschen mit. Und auch in meinem Feed bin ich sehr, sehr aktiv, also lasst euch das nicht entgehen. Und wenn ich das nächste Mal mit meiner Freundin in der Stadt bin, shoppen, dann kann ich euch natürlich auch mitnehmen und euch dann auch meine Ausbeute in einem Turnhall zeigen. Das Ding ist halt, bei uns gibt es einen Bershka gar nicht so in der Nähe. Deshalb war ich jetzt ganz froh, dass ich jetzt zum ersten Mal in dem Online-Shop bestellen durfte. Das war's mit dem Video. Abonniert doch super gerne meinen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, hab euch lieb.